Hallo, hier ist Clara und wir stricken heute zusammen zwei Muster. Warum zwei? Weil die sehr, sehr kurz sind. Sie bestehen aus einer Reihe und ein zweiter große Plus, sie sind zweiseitig. Beide Seiten sehen gleich aus. Sehr schön sehen sie aus. Sehr, sehr schön. Wir fangen an mit dem grünen Stück. Das Muster ist ziemlich stabil. Ein bisschen zieht es sich, sonst ist es sehr stabil. Wir sind an der rechten Seite und wir stricken jetzt die einzige Reihe, die nachher auch von hinten wiederholt wird. Erste abheben, Zahl der Maschen teilbar durch 4 und 2 Randmaschen. Erste abheben, dann stricken wir eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts und noch eine Masche rechts. Das ist der Rapport. Wenn Sie gesehen haben, dass eine Masche habe ich von hinten eingestochen, weil ich die in der Rückreihe die linke Masche nach alter Methode stricke. Deswegen, damit sie nicht verschränkt ist, stricke ich die von hinten. Sie stricken es so, wie es Ihnen, wie Sie das gelernt haben. Wir wiederholen das Rapport, den Rapport. Eine Masche rechts, eine links, noch eine Masche rechts und noch eine Masche rechts. Wir wiederholen. Eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts und noch eine Masche rechts. Wiederholen, eine Masche rechts, eine Masche links und dann nochmal zwei Maschen rechts und die Randmasche links. Das war der Rapport, den wir an der Rückreihe stets wiederholen, die erste Reihe. Also damit Sie sicher sind, hier sind wir an der Rückreihe, erste abheben, eine Masche rechts. Eine links, eine rechts und noch eine rechts. Das ist der Rapport. Wir wiederholen. Eine rechts, eine links und noch zwei Maschen rechts. Wiederholen. Rechts, links, rechts, rechts. Wiederholen, rechts, links, rechts, rechts und die Randmasche links. Das war's auch schon. Nachdem Sie eine Weile in die Höhe stricken, bekommen Sie so ein wunderschönes Muster. Wir fangen an, das zweite Muster zu stricken. Ist genauso einfach, genauso beidseitig. Sieht gleich aus, rechts und links. Und genauso leicht zu stricken. Maschenzahl teilbar durch 2, plus eine Masche und plus 2 Randmaschen. Wir sind an der rechten Seite, wir fangen an. Eine Masche, die zusätzlich angeschlagen ist, die stricken wir immer am Anfang der Reihe von hinten rechts ab. So. Und jetzt fängt der Rapport an. Wir gehen zwischen zwei Maschen rein, holen einen Faden, nicht fallen lassen, dann gehen wir hinten
in die zwei Maschen rein und stricken sie von hinten rechts ab. Das war's. Zwischen zwei Maschen rein, Faden holen, nicht fallen lassen, von hinten die beide rechts abstricken. Wiederholen, zwischen zwei, nicht fallen lassen, die beide rechts abstricken. Wir wiederholen den Rapport, zwischen zwei Maschen rein, nicht fallen lassen, von hinten einstechen und die zwei Maschen von hinten rechts abstricken. Wiederholen. Zwischen zwei Maschen nicht. Wiederholen zwischen zwei Maschen die zwei Maschen nachher rechts abstricken. Und der letzte, nicht fallen lassen, gehen zusammen die zwei Maschen, stricken wir von hinten rechts ab und die Randmasche links. Das war die einzige Reihe, die sich wiederholt. Damit Sie sicher sind, gehen wir noch die Rückreihe. Erste abheben. Dann stricken wir eine Masche rechts von hinten ab. Das ist die zusätzliche Masche. Und jetzt stricken wir den Rapport. Zwischen zwei Maschen rein Faden holen, von hinten einstechen und die zwei Maschen rechts von hinten abstricken. Das war's. Wir wiederholen den Rapport zwischen zwei Maschen. Nicht fallen lassen, in die zwei Maschen rein und hinten abstricken. Einfach zurück. Und die letzte zwischen zwei Reihen nicht fallen lassen, die beide rechts von hinten abstricken und die Randmasche links. Ja, Sie könnten sehen, dass es die gleiche eine Reihe ist und so eine zweiseitige Schönheit bekommen wir. Nochmal die beiden Musters. Also ich hoffe, das war verständlich. Und die, die das mögen, können vielen Sachen das gebrauchen. Geht ganz einfach. Ich bedanke mich, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.